Das geht in alle Ewigkeit so weiter. Und das Leben hier, das hängt auch mit der Liebe zusammen. Wir haben unser Leben erhalten durch Gottes Liebe, durch die Liebe unserer Ahnen und die Liebe unserer Eltern. そして70年、80年、90年と一生懸命生きて、いろんな人たちにお世話になりながら死んでいきます。Und so nach 70, 80, 90 Jahren, wenn wir sehr viel Dankbarkeit aufgebaut haben in unserem Leben, oder sehr viel Dankbarkeit bekommen haben, weil wir ja etwas für andere Menschen getan haben, dann sterben wir. ですから死ぬときに病床から皆さんに対してありがとう、ありがとう、ありがとうと、そういう人はいます。Und in diesem Moment kommt ja von all den anderen Menschen immer Dankbarkeit zurück. そういう人は死んでからもその感謝を持っていきことができるので、その感謝は今度は次の生命をにの次元にその人を連れて行ってくれるではないか。Und ich denke, da ja der Verstorbene auch noch in der Erinnerung ja da ist und wir weiterhin dankbar sind gegenüber dem Verstorbenen auch, können wir mit dieser übrig bleibenden Energie der Dankbarkeit jetzt zum Beispiel die Seele dieses Verstorbenen wieder in ein nächstes Leben hineinbringen. So, Seele war Ei, sie war Kanja. Also, das Leben ist Liebe und der Tod so ist Dankbarkeit. Nun, können Sie sich vorstellen, so zu leben? Hi. 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 Ja, da hört sich doch jemand an, nein, ist gar eine Energie, kann man mal schauen. Nun, dann wollen wir noch mal ein bisschen über die Energie nachdenken. Hi. この Energie の公式は有名です。Dann wollen wir uns mal die Energieformel des netten Herrn von der Folie vorher anschauen. Aber wenn wir uns das anschauen, verstehen wir das nicht wirklich, oder? Also, ich ändere jetzt nichts an der Bedeutung dieser Formel, aber ich ändere ein bisschen die Worte. Also Masse, aus Masse mache ich die Anzahl der Menschen. Speed of light, Bewusstsein, und Lichtgeschwindigkeit verändere ich in Bewusstsein, ist gleich Information, ist gleich Schwingung. Und wenn man das so macht, dann wird es schon verständlicher, nicht wahr? で、その意識ですが、非常にまだまだ低いんですね、人類全体が。Und wenn wir uns so die gesamte Menschheit anschauen im Moment, so ist das Bewusstseinslevel noch ziemlich niedrig. はい。氷山の一角と言われていますが、まあ、この程度の意識レベルしかないと言われています。Wenn wir das so als ein Eisberg betrachten, dann ist das jetzige Bewusstseinslevel ungefähr die Spitze eines Eisbergs. Das ist genauso wie die 3%, die wir im Moment in unserem Gehirn benutzen.
ですから、このレベルを早く覚醒しなければなりません。はい。Deswegen müssen wir dieses Gebiet hier so bald wie möglich entwickeln. そうすることによって、今我々地球が抱えている様々な問題は立ちどころに解決できるはずです。 Wenn wir das können, dann können wir auch die vielen Probleme, mit denen wir uns im Moment auf der Welt auseinandersetzen müssen, ganz einfach lösen. はい。この部分がなぜ遅れているのか、これは権力者たちがこの部分を分かってしまうことを恐れたからに違いありません。Und warum jetzt dieser untere Teil so nachhinkt, warum der nicht so weit entwickelt ist, denke ich, das liegt daran, dass die Mächtigen es nicht möchten, dass die einfachen Leute verstehen, was wirklich hinter dem Wasser steckt. 水のことを研究し、そして少しずつ分かり始めると、必ず神の存在ということに気がつきます。Weil wenn man das Wasser studieren würde und sich immer mehr damit beschäftigt und das dann auch lehren würde, dann man es besser begreifen würde, was eigentlich Gott will. だから彼らは科学者をして水の研究をタブー視させたわけです。Deswegen haben die Mächtigen das Studium des Wassers als tabu erklärt. しかし、もうそんなことを言っている時代ではなくなりました。Aber diese Zeit ist nun vorbei. はい。別のコンシャスネスの別の意味合いはどういうことかといえば、それは DNA です。Die Zeit ist vorbei, deswegen können wir jetzt das Wasser uns ansehen, wir können uns das Bewusstsein ansehen und das Bewusstsein zum Beispiel mit der DNA gleichsetzen. はい。で、DNA とは一体何なんだろうかって考えてみましょう。Dann sehen wir uns mal an, für was die DNA denn noch steht. お父さん、お母さんからの遺伝。おじいちゃん、おばあちゃん、ずーっとずーっと遡っていく。じゃあ、一番最後の存在は誰でしょう。それは神ということになります。Die DNA, das sind doch die Gene, die wir von unseren Eltern haben und von unseren Urgroßeltern, Großeltern, Urgroßeltern und immer weiter. Und letztendlich, woher kommt dann die Information? Ja, von Gott.そう、我々には神からの情報が最初からこの中に記録されているはずなんですね。Also ist es doch wohl so, dass die Information von Gott praktisch von Anbeginn unseres Lebens in unserem Körper steckt. はい。では、神様からの情報である DNA を活性化させる方法とは何だろう。Ja, und wie können wir nun diese Information, die in uns steckt, die von Gott kommt, aktivieren? はい。それは勉強ではありません。はい。Das ist nicht das Lernen und Studieren. はい。それは最近 DNA の内側にウォーターポールというものがあるということが分かってきました。In den letzten Jahren hat man in der Forschung herausbekommen, dass in dieser Doppelhelix der DNA ein Wasser, ja, ein Wasserpfahl steckt, eine Wassersäule. 大胆に言わせていただきますが、こちらが例えばお父さんからの情報である。Zum Beispiel könnte man sagen, dieser eine Teil der Doppelhelix ist die Information vom Vater.こちらがお母さんからの情報です。Und die andere, die kommt von der Mutter. 真ん中は神からの情報です。Und diese Wassersäule in der Mitte, das ist die Information von Gott. この神からの情報と、父さん、母さんからの情報とが互いに切磋琢磨して刺激し合うことによって DNA は完璧になる。Und wenn man jetzt die Informationen dieser drei Teile, wenn die sich gegenseitig beeinflussen,
positive Art und Weise, dann aktivieren die sich